die Forschung der transdimensionale Aspekte ist noch zum Anbeginn, aber es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Eines der berühmtesten Beispiele ist Elisabeth von Thüringen, die bei den römisch-katholiken auf der ganzen Welt gefeiert wird und als ein Symbol der aktiven Nächstenliebe auch bei den Protestanten verehrt wird. Oder könnte ich auch den Adalbert von Prag, Czech Wojtech und Polisch Wojciech erwähnen, der ein Patron von Böhmen, Polen, Ungarn und Preußen geworden ist. In Osteuropa werden Religion und konfessionelle Unterschiede eine viel längere Tradition haben als im römischen Reich. Sogar die transreligiöse Verehrung der christlichen Heiligen war nicht unbekannt. Jedoch in den jüngsten Zeiten begann die Geschichtsschreibung mehr Aufmerksamkeit zu richten auf die sogenannte Renaissance der Heiligen von Osten und Ostzentraleuropa und ihre Rolle auf die Formung der Identität. Der Archbischof von Polec, Witzek und Josafat Kuntsevich ist ein exzellentes Beispiel, um diese Kommunikationsformen zu studieren. Sein Kult entstand so im 17. Jahrhundert und entwickelte sich seither kontinuierlich. Es ist ein transepochales Phänomen. Es ist nicht nur unter den griechisch-katholischen Ukrainern zu sehen, auch begrenzt, aber doch unter den Weißrussen, aber auch bei den römisch-katholischen Polen und in Polen und in der Diaspora. Außerdem wurde es nicht nur ein Ausdruck von geübter Frömmigkeit, aber auch so eine Quelle von unterschiedlichen religiösen, kulturellen, politischen und nationalen Handelnden. Aber aus unterschiedlichen Gründen kann man nicht als nationalen Heiligen bezeichnen. Ich möchte Ihnen nun einige Aspekte transkonfessionell und raue Räume überschreitenden Verehrung Kuntsevichs nennen. Sein Kult hat einen beschränkten Inhalt, der die Beziehung zwischen römisch-katholiken und der Orthodox mit einschließt, aber Orthodoxe ausschließt. Dieses Modell ist einzigartig, der antiorthodox, antirussisch und antisowjetisch eingestellt war. Und das war charakteristisch für den Josefat-Kult. Es gibt hier keine Zeit dafür, sein Leib und sein Tod zu beschreiben. Aber es ist erwähnenswert, dass er der Erste war seit 1867, der griechisch-katholischen Kirche zum Heiligen und Märtyrer ernannt wurde. Er hat eine ganz besondere Rolle in der Geschichte von der heutigen ukrainischen, griechischen, katholischen Kirche. Außerdem ist er ein ganz typischer Heiliger. Wenn wir die hagiographischen Erzählungen lesen von seinem Leben, sehen wir ein Bild von einem idealen Modell eines Heiligen mit den Komponenten wie die Erwählung schon in jungen Jahren, sein Wissensdurst und seine Abtötung und Askese. Unter dem Einfluss der Jesuiten und von Josef Rutzki, der Städter, der Metropolit, Bischof von Kiew war, wurde ein Nachfolger und Kämpfer für die Union mit Rom. Von 1918 an war er der Erzbischof von Polatsk, Witebsk und Mieczyslaw und von 12. November 1623 an, dann endete sein Leben in Witebsk. Während er seine Eparchie besuchte, hatten orthodoxe Bürger ihn umgebracht als ein Doppelmärtyrer, der sein Kopf abgehackt wurde und auch er erschossen wurde. Am Schluss der sogenannte Seelenfänger, der von den Orthodoxen verhasst wurde, wurde Märtyrer der katholischen Kirche. Es gab zahlreiche Gründe für diesen Mord. Die Union 1596 von Brest war ein Resultat der Initiative des höheren orthodoxen Klerus, um das große Schisma zu überwinden und ihre wenig privilegierte Position in den polisch-lituanischen Commonwealth-Staatenbund zu verbessern. Die Union wurde von
König Sigismund von Polen unterstützt und nur bei einigen orthodoxen Bischöfen und bekannten noblen Leuten von Ukraine und Kosaken, was für die Formung einer orthodoxen Identität in Ukraine ganz wichtig war. Die Union war ein Ergebnis von einer Bewegung, die von oben kam und nicht von unten, durch eine Anfrage der Orthodoxen, von den Gläubigen. Und das war sozusagen sein Geburtsfehler. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts in den weißrussischen Gebieten von Litauen und Ukraine, in Königreich Polen, wurde die Union von der orthodoxen Mehrheit verworfen. Das war keine Gefahr oder Bedrohung für die normalen Gläubigen von Polaz, Witebsk und Mieczysław, solange religiöse und säkuläre Autoritäten sie nicht zu zwingen, ihnen nicht aufzuzwingen versuchten. Aber sobald Josaphat Erzbischof wurde, 1618, wurde dieser Konsens wiederbelebt. Die Priester, die Union mit Rom nicht bekannten, wurden von ihren Pflichten entlassen. Kirchenbesitz in orthodoxer Hand wurden konfisziert und er unternahm rechtliche Schritte. Er war aber noch immer nicht unpopulär in Polazk wegen seinem asketischen Lebensstil und weil er ein sehr begabter Prediger war. Andere Teile seiner Eparchie bezeugten einen ständigen Wachstum des Konflikts mit orthodoxen Gruppen, die gegen die Union waren. Zweifellos war Josaphat ein sogenannter Hardliner und seine Ermordung war nur der Endpunkt dieses Prozesses der Entfremdung zwischen den Gläubigen des byzantinischen liturgischen Ritus beider Konfessionsbekenntnisse in der polnisch-litauischen Commonwealth Bund. Sofort nach seinem Tod, Josaphats Tod, ist ein Kult entstanden, aber es hatte nur kleinen Einfluss auf die Gestaltung der sehr schwachen konfessionellen griechisch-katholischen Identität. Aber zweifelsohne war die orthodoxe Ermordung Josaphats, der bald Märtyrer genannt wurde, die Einstellung der römisch-katholischen Klerus wandelte gegenüber den Katholiken des byzantinischen Ritus, die bis dahin als minderwertig betrachtet wurden. So entwickelte sich der Kult als ein nützliches Mittel, um transkonfessioneller Zusammenlebens zwischen römisch-katholischen und den Unierten von Polen und Litauen. Um dieses Argument zu unterstützen, muss man sich an die hagiographischen Erzählungen wenden, besonders an das Kapitel, weil Josaphat der Wundertäter erwähnt wird. Nicht nur die hohe Anzahl der Wunder, die vor der heiligen Kongregation für Riten bezeugt wird, ist auffällig, sondern auch die konfessionelle, ethnische und soziale Auswirkung des Zeugen. Metropolitan Rutsky hat bestätigt, er hat immer ganz wunderbare Hilfe vom heiligen Josaphat erhalten und das ist kein Wunder. Das gilt auch für die große Zahl der normalen Gläubigen von Polen und anderen Teilen des großen Bistums, die von Krankheiten geheilt wurden, nachdem sie zu ihm gebetet hatten. Noch viel interessanter und ein Zeichen für die transkonfessionelle und transethnische Potenzial ist die große Anzahl der römisch-katholischen Ordensleute und Würdenträger, die bezeugten, auch zum Beispiel Nikolai Potocki, die sagten, dass während ihrem Aufenthalt im römisch-katholischen Konvent der Karmeliten in Kamienz ein Kranker berührte die Reliquien des Josaphat und wurde sofort geheilt. Auch Cecilia Lenata von Habsburg und Ludovica Maria Gonzagues, auch zwei polnische Königinnen, bezeugten, dass er Josaphat Wunder wirkt. Josaphat wurde nicht nur zu einem Symbol der Einheit für die Kirche, sondern auch für die Einheit der Polen und Litauen und ein heiliger Helfer in Kämpfen. Als zum Beispiel schwedische Truppen Polazk 1627 bedrohten, hatte der Märtyrer diese Stadt auf wunderbare Weise bewahrt. 1633 wurde Polazk und von den Truppen von Moskau angegriffen und verwüstet. Und darüber kann man Folgendes lesen.
But when this, als die Schismatiker Schloss einnehmen wollten, gegen die Schismatiker oder die Orthodoxen oder andere Ungläubige, zum Beispiel die muslimischen Tataren, weil Josaphat als ein freundlicher, universaler Helfer beschrieben für die polnisch-litauischen Rzeczpospolita, die im katholischen Glauben vereint war. Und das schlagendste Argument für die Verwendung Josaphats heiligen Kapital mit Bourdieu gesagt, ist seine Anrufung als Patron der polnischen Krone unter des großen Fürstentums von Litauen 1673, so wie es 1823 beschrieben wird von Adam Mickiewicz Buch über die polnischen Leute und die polnischen Wallfahrten. Josaphat hatte eine Rolle, er stand in einer Reihe mit Selig Stanislaw, dem Patron von Polen, und Heiligen Kasimir, dem Patron von Litauen. In 1643, 20 Jahre nach seinem Tod, wurde Josaphat selig gesprochen. Nach den Anstrengungen für seine Heiligsprechung seitens polnischer König, Aristokrat und katholischer Bischöfe beider Bekenntnisse war dies ein sehr enttäuschendes Ergebnis. In den nächsten Jahrzehnten wurde sie wieder angepackt, und zwar für dieses Unternehmen für Heiligsprechung, aber es war umsonst. Warum Rom die Heiligsprechung nicht nur vorgenommen hat, im 17. Jahrhundert, ist unklar. Also die Rzeczpospolita wurde der selige Josaphat als ein Mittel der antiorthodoxen Kommunikation verwendet. Seine Reliquien wurden in ganz Polen und Litauen verbreitet. Am wichtigsten war sein Grab in Polotsk. Da auf der Folie ist es zu sehen, im Nordosten des Landes. Sein Grab in Polotsk wurde zu einer der am häufigsten besuchten Pilgerorte im 17. Jahrhundert in der Rzeczpospolita. Als Patron war Patron vollkommen integriert in den Kontext des Staates und ein wichtiges Element für das Gespräch der Verständnis der Einheit der Eliten. Das war auch in den folgenden Jahrzehnten wahr, als seine Reliquien herumgetragen wurden, oft auf andere Orte gebracht wurden. Deshalb war er nicht nur ein lokaler Heiliger, der in die Städte Polotsk, in der alten Russ integriert war, sondern als ein Symbol der ganzen Rzeczpospolita. Diese Überführungen und auch in späteren Zeiten wurden mit der Bedrohung seiner Überreste erklärt, wegen der Eindringlinge und vor allem wegen des schismatischen Russen. Das ist nun nicht der Ort hier, um diese Bedrohung der Reliquien zu besprechen, ob das war es oder nicht, oder ob das absichtlich war von den russischen, ob die russischen Besetzer wirklich sie zerstören wollten. Aber es ist ein ständiges Thema in allen Josaphat-Erzählungen. Eine der interessanten Geschichten ist verbunden mit der Überführung seiner Gebeine während dem großen nördlichen Kriegs 1700 bis 1721. Während einer Unternehmens von Zar Peter 1705 ist in Polotsk eingedrungen, und nach einer Erzählung polnischen Ursprungs hatte der betrunkene Kaiser die Kirche Sankt Sophia betreten, wer die Gebeine des Heiligen verehrt wurden. Nachdem er die Ikone des Seligen gesehen hat, fragte er den brasilianischen Mönch, wer das war. Heiliger Josaphat war die Antwort. Was für ein Heiliger? Der Mönch antwortete, ein heiliger Märtyrer. Der Kaiser fragte, wer brachte ihn um? Die Antwort, die Leute von Witebsk. Und was für Leute waren das? Der Vikar antwortete, Mitglieder des Adels und der Bürger. Und wessen Bekenntnisses? Eine unbequeme Stille folgte, bevor der Vikar antwortete, es war ihre Glaubensbekenntnisrichtung, ihre Heiligkeit. Der Zar ordnete dem Folter und Morder für diese Antwort der fünf brasilianischen Mönche an. Zar Peter hatte keinen Erfolg, die Gebeine zu beseitigen, denn sie wurden rechtzeitig nach Biala gebracht.
Diese Erzählung wurde 1863 veröffentlicht und stand im Kontext der polnischen Aufstandes 1863-64 gegen das russische Imperium. Es war nur ein Versuch von den polnischen Menschen in der Diaspora und durch Josaphat das Bild der russisch-orthodoxen als ewigen Feind aufrechtzuerhalten, als Feinde nicht nur der Polen, sondern des katholischen Glaubens allgemein. Jedenfalls, im Laufe des 18. Jahrhunderts, besonders nach dem Heimgang Teilungen Polens, wurde die Verehrung Josaphats begrenzt auf die Regionen auf Białą und Polack und auf die Grenzregion Polen-Litauen, und dort verblasste die Erinnerung an den Märtyrer. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte das Modell Josaphat als gegen orthodoxe Kämpfer gegen die Orthodoxe und als Symbol der Einheit für den katholischen Glauben, hat eine mehr nationalistische und antirussische Wirkung entfaltet. Als Ergebnis der Teilungen und unterschiedlichen Religionspolitiken von Russland und Österreich und einer sehr großen Unterschied in der Akzeptanz Josaphat als eine sakrale Quelle, wurde das offensichtlich. Rückblickend betrachtet, ist es klar, dass der österreichische Josaphat-Kult von der griechisch-orthodoxen Bevölkerung verworfen wurde, wobei es in Westen Ukraine nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. In der frühen Eparchie von Josaphat und der Region von Biala, wo seine Reliquien so viele Jahre aufbewahrt wurden, kann man beobachten, dass eine andere Entwicklung stattfand. Während im 19. Jahrhundert Josaphat ein wesentliches propagandisches Mittel wurde für den politischen Kampf gegen die russischen Besatzungsmacht, ist er dort praktisch vergessen. Die Gründe für diese Entwicklung sind erstens die bereits erwähnte unterschiedliche Politik gegen die katholische Kirche im Allgemeinen. St. Petersburg hat Josaphat eine Oppositionswirkung wegen den Aufständen Polen 1830, 1863 und war immer mit der Union von Brest und der griechisch-katholischen Kirche verbunden. Und das war Teil der polnischen Frage. Die Befreiung der griechisch-katholischen Katholiken vom schädlichen Einfluss der Polen und Roms und der Wiedervereinigung mit der orthodoxen Kirche wurde ein zentrales Ziel der russischen Innenpolitik. Zur gleichen Zeit wurde die Auflösung der Union 1839 in den angegliederten Gebieten war ein Element der kaiserlichen Politik für die strukturelle Anpassung und für neue Eliten. Zweitens, in Galizien war die ukrainische Kirche ein Objekt der Habsburg-Politik von Divided Impera, Teile und Herrsche, und folglich wurde gefördert auf Kosten der Polen gefördert. In der Monarchie wurde die Verehrung des Märtyrers eher ein etwas unbekanntes Phänomen. Als der Heilige Stuhl schließlich der Heiligsprechung Josaphats 1867 zustimmte, haben es sogar Teile der griechisch-katholischen Hierarchie und die Großteil der ukrainischen Gläubigen in Galizien sogar abgelehnt. Josaphat wurde ein unpopulärer Heilige. Warum? Weil die russophile Zeitung Slovo zum Beispiel, das mit der größten Auflage in der Westukraine in den 1860ern, war ein Streit, eine ganze Serie von Anti-Josaphat-Artikeln, die veröffentlicht wurden. Und die Kampagne für die Heiligsprechung war für viele Ukrainer in Galizien als ein pro-polischer und eine lateinische Propaganda sozusagen, und zwar aus guten Gründen. Die Wiederbelebung der irgendwie vergessenen, gesegneten Josaphat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist verbunden mit dem nicht erfolgreichen Aufstand 1863. Und das zeigt auch die nicht festen nationalen Identitäten in Mittel- und Osteuropa. Polnische patriotische Eliten versuchten, Josaphats sakrales Kapital zu verwenden, um eine internationale
Zentrum von Katholiken aufzubauen. Mehrere Monate vor dem Aufstand hatten einige polnische Aufständer einen Impuls gegeben, damit dieser Josaphat-Kult wieder erwachen möge in Biala. Da hatten sie ein gewaltiges Gemälde von des Martyrs und sie erklärten ihn zu ihrem Patron. Sie wollten als ukrainische basilianische Mönche das 1902 anmerkten, Zitat, die Ukrainer zum Aufstand zu erwecken. Die Spektakel am Grab Josaphats gaben den Russen nur die Gelegenheit, um ihr diabolisches Werk gegen die armen Ukrainer auszuführen, wofür die Schismatiker der Orthodoxen schon so lange gewartet hatten. Und natürlich, 4 der 5 übriggebliebenen basilianischen Klöster wurden aufgelöst und das Blut der griechisch-katholischen wurden vergossen. In den nächsten Jahren wurden die griechisch-katholischen Gläubigen verfolgt und 1875 schließlich fand das den Höhepunkt in der Auflösung der letzten griechisch-katholischen Kirche in Chelmkolm. Jedoch, diese und andere Maßnahmen waren nicht die Konsequenz einer freiwilligen anti-ukrainischen Taten, sondern ein Result der antipolischen Reflexe der russischen handelnden Politiker. Das russische Konzept der Idee beinhaltete keine katholischen Russen oder eine eigene ukrainische Nationalität. Die bereits erwähnte katholische Internationale ist eine besondere Form des transkonfessionelle und räumeübergreifende Verwendung der Bewunderung von Josaphat, das wir im Kontext des Heiligsprechungsprozesses beschrieben hat, wurde. Der Papst Pius XI. War der Hauptförderer dessen, das basilianische Kloster von Santa Maria in Gotta Ferrata in Italien, der Verband der polnische Priestermönch Michael Dombrowski und zahlreiche verbannte polnische Magnaten. Für die basilianischen Mönche war Josaphat ein Verbindungsglied zwischen der lateinischen und ukrainischen Zweiges der katholischen Kirche, ein akzeptierter Märtyrer für die Einheit. Von Ende der 1840er Jahre entstanden die ersten konkreten Pläne für die Aufnahme des vergossenen Falles. Und noch immer vergeblich. In 1862 unternahm Dombrowski den nächsten Versuch, der im Kontext der Verfolgung der Union mit Russland und dem polnischen Aufstand bis zu den Ohren des Papstes gedrungen ist. 1684 hat noch wichtigere Unterstützer eine Petition angemeldet beim Papst, darunter die verbannten Mitglieder der adligen Familien der Safiers, Czartoryskis, Zamoyskis und Leczewskis. Angesichts der Bedeutung des heiligen Josaphat für die Westukraine today, die geringe Rolle der griechisch-katholischen Ukraine in Galizien hat eine geringere Rolle gespielt und das ist überraschend. Rom war das nicht bewusst und ernannte den galizischen Bischof und later den Metropolit Josef Sembrowicz als den dritten Postulator dieses Falles. Und schließlich, am Ende dieses Prozesses 1867, wurde der heilige Josaphat in Lemberg gefeiert in Gegenwart der Gläubigen aller drei Riten, des lateinischen, griechischen und armenischen Ritus. Aber im russischen Kaiserreiches durfte keine offizielle Feier stattfinden. Viele Gründe für diesen sehr schnellen Heiligsprechungsprozess Josaphats war der Papst, der etwas für den Papst die Möglichkeit, jemanden vorzustellen, der dem Papsttum anhing. Für die griechisch-katholische Seite war der heilige Josaphat eine Hilfe, um auf die Herrschaft, auf das Leiden dieser Konfession hinzuweisen unter dem russischen Kaiserreich. So wurde der heilige Josaphat ausgenutzt für verschiedene Zwecke. Das Rescues. Das Szenario der öffentlichen Rettung der Reliquien von St. Josaphat hat sich auch in den nächsten Jahrzehnten als eine wichtige säkuläre und heilige Ressource erwiesen.
Es war sozusagen eine Maßnahme gegen die Gottlosigkeit der Sowjetunion. Die Russen, die russische Seite hat ständig die sogenannte Gefahr des Heiligen für die Konzepte eigener Identität erkannt, als zum Beispiel 1873 bereits vorbereitet wurde, dass in Kolm seine Gebeine von der öffentlichen Verehrung abgezogen werden oder weggegeben werden. Bis zum Ersten Weltkrieg war es ein Relikt, das sozusagen noch einmal gerettet werden musste. Aber als im Ersten Weltkrieg österreichisch-ungarische Truppen dieses Gebiet okkupiert haben, ordnete Wien für religiöse und staatliche Gründe die sogenannte Translatio der Reliquien in die österreichische Hauptstadt an, und zwar zur ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche von St. Barbara im ersten Bezirk. Während sie ihre Rolle des katholischen Glaubens sämtlicher Konfessionen stärken wollte, hat es versucht, die gestörte Beziehung zu den ukrainischen Gläubigen zu verbessern. Sie haben in dieser Zeit, also selbst 40 Jahre nach der Kanonisierung, hat man dann gesagt, haben die Österreicher geplant, diese Reliquien in das Zentrum der politisch sehr wichtigen Ruthenien Jasnogora zu geben, nach dem Beispiel der polnischen Częstochowa. Auch in der zweiten Hinsicht waren die österreichischen Behörden, lagen sie auf der falschen Seite, nämlich in Bezug auf die Erwartung, dass die römisch-katholische polnische Mehrheit in Biala kein Interesse an den Gebeinen Josaphats zeigte. Wie die Translatio geplant wurde, waren die römisch-katholischen und die jüdischen Einwohner dagegen. Ein habsburgischer Diplomat hatte keine andere Erklärung, als dass die Juden in der Stadt eigentlich nur Profit machen wollten, wörtlich von der Entwicklung der Stadt als ein Platz, als Wallfahrtsort. Allerdings war das ein Hinweis auf die Verehrung von Josaphat vor den Juden von Biala und daher auch ein Beispiel für die transreligiöse, also überkonfessionelle Verehrung.